Hallo Freaky Army, willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wenn ihr ein cooles Video aufgenommen habt, könnt ihr es mir mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne zuschicken. Schöne Grüße gehen raus an The Bros HD, X-Jules X, Erdmännchen YouTube, Erik Spektakel, Rebecca und Kurt Möller, Bruder muss Soos, Jehe, It's Trophy, Big Pain und Harry Gary. Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Heute sehen wir uns die schlimmsten Arbeitstage und schlechtesten Arbeiter der Welt gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los! Hoffentlich hat der Busfahrer sein Fenster nicht offen gehabt. An diesem Tag hat er sich bestimmt über die Dusche zu Hause gefreut. Was hättest du in dieser Situation gemacht? Einfach Tür auf oder versuchen es noch zu retten? Schreibt es in die Kommentare. Das war's wirklich komplett. Der hat wirklich seinen Traumjob gefunden, nicht? Hoffentlich hat diese Firma eine richtig gute Versicherung. Für diesen Schaden aufzukommen, wird nicht leicht. Das nenne ich mal sehr gut verpackte Ware. Sie hätten das Fenster besser vorher mit einem Seil absichern sollen. Die Dusche hat er gebraucht. Das nenne ich sehr gute Arbeitskollegen. Das alles wieder sauber zu bekommen, wird ein ganz anderer Spaß werden.
Wie es aussieht, entwickelt es sich langsam zu einer Tagesaufgabe für ihn. Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 5 und die Nummer 7 am krassesten. Der Paketbote bei Nummer 5 sollte sich wirklich einen anderen Job suchen. In diesem Beruf scheint er nicht wirklich glücklich zu sein. Die Jungs bei Nummer 7 haben wirklich mehr Glück als Verstand. Wenn sie die vordere Reihe vorher rausgeräumt hätten, wäre das nicht so einfach passiert. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.